Hallo Reno-Freunde, hier ist mal wieder der Klaus mit einem neuen Video. Ich habe vor einiger Zeit einen schönen großen Spiralbohrer in die Hand bekommen, habe mir den so angesehen und dachte, das wäre doch eine Möglichkeit für ein schönes Konstruktionsbeispiel. Was ich damals nicht gewusst habe, dass das mir so viele Probleme macht. Es ist nämlich nicht so einfach, wie es aussieht. Hier unten der Auslauf dieser Spannnut. Der hat einige Zeit gedauert, bis das funktioniert hat. Dann hier oben diese Schneide und diese Schneidengeometrie hat es auch in sich. Die ist nicht ganz ohne. Naja, bevor wir uns da mit diesem Bohrer näher befassen, zeige ich mal erst die äußeren Merkmale. Also ich habe einen Bohrer mit 20 mm Durchmesser genommen, weil der schön groß ist und man sieht es etwas besser. Wir haben hier einen Spitzenwinkel bei diesen Bohrern von 118 Grad. Das haben die meisten Spiralbohrer, die meisten Metallspiralbohrer zumindest. Dann haben wir einen Drallwinkel, so nennt sich das hier. Der hat ungefähr 30 bis 40 Grad, bei mir 32 Grad. Das ergibt sich aus der Spirale hier. Wir haben eine Umdrehung auf diese Länge von 100 Grad. Millimeter. Und da ergibt sich eben diese 32 Grad. Dann haben wir noch einen Freiwinkel hinter der Schneide. Der ist zwischen 6 Grad und 15 Grad laut Tabelle, was ich für übertrieben groß halte, zumindest diese 15 Grad, weil da rattert der Bohrer sicher und die Schneide ist schnell stumpf, weil es einfach zu spitz ist. Ich habe aus eigener Erfahrung immer kleinere Freiwinkel genommen, so zwischen 4 und 6 Grad, und meine Bohrer haben wunderbar geschnitten. Na gut, bevor wir uns jetzt da näher mit befassen, mit der Konstruktion, schauen wir uns das Teil mal an. Der Bohrer schaut auch aus wie ein Zylinder. Ein zylindrischer Gegenstand, bei dem hier was herausgeschnitten worden ist. Und so werden wir da auch anfangen mit. Und zwar als allererstes machen wir einen Querschnitt durch diesen Bohrer und schauen uns mal diese Kontur an. Die habe ich hier schon vorgegeben. Hier sehen wir das schon. So schaut die Kontur des Bohrers aus. Außen 20 mm Durchmesser. Dann ist da etwas frei gefräst worden. Das hat 19,4 mm Durchmesser, also 0,3 mm frei hier. Und die Breite dieser Querschneide, die hat 1,5 mm. So, das wissen wir jetzt schon. Und jetzt machen wir mal als erstes eine Mittellinie. Die versetzen wir mit dem Befehl Offset um 1,5 mm. Beidseits. Und dann die zwei Durchmesser, einmal 20 mm und einmal 19,4 mm. Jetzt löschen wir mal gleich unser ursprüngliches Bild, das stört nur, und wir können schon anfangen, etwas zu trimmen, damit es übersichtlich bleibt. Und zwar nehmen wir hier die äußere Kurve schon mal weg. So. Das schaut doch schon mal gut aus. Jetzt noch hier ein kleiner Radius, wie wir das auf unserem Muster gesehen haben. Hier. Da mache ich nochmal die Mittellinie und versetze die um einen Millimeter. Und mit Objektfangschnitt und Kurve Bogen Startende Richtung machen wir das jetzt hier. Startende Richtung. Hier drüben das gleiche. Startende
Richtung und schon haben wir das Teil fertig. Wir müssen nur noch etwas löschen. Löschen, das hier noch trimmen. Und wenn wir ganz genau hinsehen, dann gibt es hier auch noch was zu trimmen. So. Das trimmen wir jetzt auch noch. Und jetzt trimmen. Und genau wie drüben haben wir auch diese Doppelkontur hier. So. Und jetzt, wenn wir Glück haben, können wir das verbinden. Bearbeiten, verbinden, wunderbar, zu einer geschlossenen Kurve verbunden. Das habe ich mir so gewünscht. Die Kontur haben wir jetzt und jetzt machen wir eine Wendel und ziehen diese Kontur der Wendel entlang. So, Wendel ist Kurve, Helix, Startpunkt der Helix hier und Endpunkt der Helix bei 120 mm. Ich mache das mal 20 mm länger. So. Und der Durchmesser der Helix ist ja Radius 10 mm. Und der Anfangspunkt, wir müssen noch die Windungszahl eingeben, die ist bei einem Windungsabstand von 120, 1,2 mal. Also 1,2 Windungen oder wir geben I mit 100 ein. Also geben wir I ein, 100. So. Und wo machen wir unseren Start? Machen wir doch ganz einfach mal hier. Unseren Startpunkt. Jetzt brauchen wir noch die Mittelachse mit ganz einfach einer Polylinie. Auch 120 mm. So. Und schon können wir unsere Querschnittskurve in die Länge ziehen. Mit Fläche aufziehen an zwei Leitkurven. Die eine Leitkurve ist die Mittellinie, die zweite ist die Helix und die Querschnittskurve ist unsere konstruierte Kurve. Und schon haben wir unser Teil fertig. Okay, schauen wir uns das mal an. Wenn wir genau schauen, ist das nur eine Fläche bis jetzt. Wir wollen aber einen Volumenkörper haben. Deswegen setzen wir jetzt auf diese Fläche oben und unten einen Deckel. Volumenkörper, Deckfläche auf planare Öffnung setzen, den Körper wählen, so. Und jetzt haben wir oben und unten eine Deckfläche und haben unseren Volumenkörper, unseren Zylinder für den Bohrer schon fertig. Den Zylinder versetzen wir jetzt in die Ebene Zylinder, damit er uns nicht weiter stört. Ich markiere das mal kurz, gehe auf Zylinder hier und schon ist er weg. Unsere zwei Kurven brauchen wir auch nicht mehr. So, jetzt haben wir wieder unseren ursprünglichen Querschnitt. Und da müssen wir jetzt eine Kurve erzeugen, die uns den Ausschnitt zeigt, den wir rausnehmen wollen aus diesem Bohrer. Und zwar fangen wir an mit dieser Querschneide in der Mitte. Sagen wir mal, die hat 3,5 mm Durchmesser, also ein Kreis mit 3,5. So, ich mache das mal größer, damit man das besser sehen kann. Als erstes kommt jetzt meine Querschneide vom Mittelpunkt aus 60 Grad. Und jetzt ziehen wir eine Linie von diesem Schnittpunkt zu diesem Schnittpunkt. Und weil wir noch eine krumme Schneide haben, wie wir hier sehen können, hier müssen wir etwas mehr korrigieren.
als ich das schon gemacht habe. Also versetze ich diese Linie hier um 0,8 nach unten. Einen Punkt setze ich noch in die Mitte dieser Linie hier unten. Und jetzt kann ich schon einen Bogen zeichnen. Kurve, Bogen, Startpunkt, Ende. So machen wir das. Startpunkt, Ende. Alles andere kann ich schon mal löschen hier. Das auch. Und auch den Punkt wieder. So. Und jetzt kommt als nächstes eine Senkrechte hier. Und noch einen Bogen hier rüber. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Kurve, Bogen, Tangente, Tangente, Radius. Erste Tangente, zweite Tangente, 6. Und hier rüber muss ich zeigen. So, jetzt kann ich das Überflüssige gleich weglöschen. Eigentlich hätte ich das mit Verbinden machen können auch. Kurve verbinden. Diese Kurve mit dieser Kurve. Diese Kurve mit dieser Kurve. Gut. Sieht das gut aus, ja? Hier kann ich noch etwas verlängern, diese Kurve. Also Kurve verlängern. Mit Bogen, weil es ein Bogen ist. So. Und jetzt zeichne ich einen Kreis oder mache einen Bogen. Mitte, Startwinkel. Mitte ist hier. Start, sagen wir, ist hier. Und jetzt kann ich das hier verbinden. Ich trimme jetzt gar nicht, sondern sage einfach, verbinde diese Kurve. Diese mit dieser und gleich nochmal diese mit dieser. Jetzt habe ich meinen Abzugkörper schon, zumindest im Querschnitt. Den muss ich jetzt auch noch mit einer Wendel um meinen zylindrischen Bohrerschaft drehen. Also muss ich zwei Wendeln konstruieren. Und zwar mache ich nicht die Wendel von der Mitte aus und hier irgendwo, sondern ich setze zwei Punkte hier an den Enden dieses Abzugkörpers. Genau. Fangen wir mal an. Kurve, Helix, Anfangspunkt der Achse, also einfach 0,0 hier nehmen. 0,0. Und der Endpunkt ist bei minus 120. So. Und wo fängt es denn jetzt an? 1,2 Windungen, 100 mm Abstand, stimmt noch. Das lassen wir so. Also fange ich jetzt hier an. Das zweite Mal das gleiche. Kurve, Helix, 0,0. Minus 120 und da fangen wir hier an. Jetzt kann ich meine Kurve hier schon den Helixen entlang nach unten ziehen. Machen wir auch folgendermaßen: Fläche aufziehen an zwei Leitkurven. Die erste Leitkurve ist die zweite Leitkurve die. Die Querschnittkurve ist diese. Und schon habe ich meine Abzugkurve, meinen Abzugkörper. Okay. So, das kann ich jetzt mal ausblenden hier. Und aus diesen zwei Linien forme ich eine Mittellinie. Zwischenkurven einmal. Zweimal und schon habe ich diese Zwischenkurve. Das kann ich löschen. Diese Zwischenkurve, die
muss ich mir einmal kopieren am Ort und dann lege ich die vielleicht in die Ebene 4, so einmal. Und hier unten werde ich sie dann kürzen, diese Linie. mm gekürzt, einen Punkt ans Ende gesetzt, so, und jetzt werde ich diese Linie verlängern, und zwar Kurve verlängern mit Linie, und zwar 22 mm in etwa, und jetzt muss ich sie auch noch biegen. Transformieren. Naja, erstmal muss ich wissen, wohin ich die biege. Da setze ich mir ein paar Punkte ans Ende hier nochmal und dann setze ich den Punkt nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte mal. Und hier oben setze ich ihn auch. So. Und jetzt kann ich meine Linie verformen. Transformieren, biegen von hier nach hier durch diesen Punkt. Na, ob das schon genügt? Schauen wir mal. Abzugkörper einblenden. Mit Gitternetz diese zweite Kurve einblenden, die ursprüngliche. Jetzt den Abzugkörper auswählen und sagen transformieren, biegen, ursprüngliche Linie und hier durch. Ich habe was verkehrt gemacht. Und zwar muss ich ja hier mal erst auf einen Volumenkörper draus machen. Deckfläche auf planare Öffnung. Das habe ich jetzt gemacht und jetzt kann ich biegen. Transformieren, biegen, von hier nach hier, durch diesen Punkt. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an. Zylinder, dann hier auf gerendert. Ach, jetzt schaut es besser aus. Das schaut richtig gut aus jetzt. Mal sehen. Dann wollen wir mal versuchen, das abzuziehen. Volumenkörper, Differenz. Hier das Abziehen war nicht erfolgreich. Haben wir Pech gehabt. Das kann sein, wenn beide Flächen hier oben, also das Ende dieses Abzugskörpers und das Ende dieses Zylinders genau auf Null sind, dann ist es möglich, dass das nicht funktioniert. Jetzt schiebe ich mal meinen Abzugkörper ein Hundertstel Millimeter hoch. Und zwar mache ich das mit meinen Tasten so und versuche das gleiche nochmal. Volumenkörper, Differenz und dann hat es geklappt. Wunderbar. Jetzt blende ich den Abzugkörper mal aus und schaue mir das Ergebnis an. Das schaut sehr ordentlich aus. Dann kann ich diese Kurve und das alles löschen. Das mache ich jetzt mal, indem ich den kurz ausblende und das dann lösche hier. Wieder einblenden. Und jetzt nehme ich meinen Abzugkörper und drehe ihn um 180 Grad um den Mittelpunkt. Transformation drehen um 0,0, 180 Grad und ziehe ihn nochmal von meinem Zylinder ab. Volumenkörper, Differenz. So. Jetzt habe ich zwei Abzugkörper, die sind beide in dieser Ebene und die blende ich jetzt aus. Und schon habe ich meinen Bohrer fast fertig. Es sieht zumindest so aus.
So, als nächstes muss ich jetzt hier unten einen Übergang schaffen zum Schaft. Und zwar, wenn ich jetzt diesen Schaft als Zylinder hier ansetze, dann ist hier kein Übergang von dieser Stufe da. Also mache ich Folgendes. Dann erweitere ich das Teil hier unten mal mit dem Befehl Verjüngen. Verjüngen, man kann es also kleiner machen, man kann mit dem Befehl Verjüngen aber auch erweitern. 1, 2, 3 mm so und 3 mm nach unten. Die Verjüngungsweite ist die ursprüngliche Weite. Nehmen wir mal hier diesen Punkt und setzen es 1 mm weiter nach außen. Das müsste genügen. Schauen wir mal. Ja, finde schon. Bevor wir jetzt hier unten ein Stück Zylinder dran setzen, will ich das beschneiden auf den Durchmesser 20 mm. Und das mache ich mit Volumenkörper Rohr. Jetzt mache ich ein Rohr, Basis 0,0, Durchmesser 20, Außendurchmesser 26 und die Länge 19. Das ist egal. So, schauen wir mal, wo es sitzt. Hier oben, das ziehen wir jetzt hier runter. Und jetzt schiebe ich es mal, sagen wir, 4 mm hoch. Und ziehe das ab. Volumenkörper, Differenz. Und schon sieht es so aus. Na, schaut doch gut aus. Jetzt kann ich noch mein Stück zylindrischen Schaft da dran setzen. Und zwar geht das folgendermaßen: Volumenkörper, planare Kurve extrudieren, gerade. Also wähle ich mal diese Kurve hier. Minus 50. Jetzt können wir das verbinden, einen Teil draus machen. Volumenkörper, Vereinigung. Und hier unten die Kante noch etwas, Phasen. Volumenkörper, Kante verrunden, Kante Phasen. 1 mm, das ist in Ordnung. So, wunderbar. Hätten wir das auch schon. So, dann wenden wir uns mal der Schneidengeometrie zu. Ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen, während ich hier eine Linie zeichne, wie man das am besten macht. Diese Linie markiere ich jetzt und mache eine Rotation mit dieser Linie. Rasterfang Ortho kann ich gut brauchen hier. So, um den Mittelpunkt. Na, jetzt sieht man doch schon was. Und zwar sieht man hier diese Kante. Ich habe diesen Hut gemacht mit einer Schräge von minus 31 Grad. Das ergibt hier einen Winkel von 118 Grad. Und diese Kante markiere ich mir jetzt. Wie macht man das am dümmsten? Mit Kurve aus Objekten und vielleicht zwischen zwei Sätzen. Der erste Satz ist der Bohrer, zweiter Satz ist diese Fläche. Und schon habe ich hier eine Linie. Damit ich diese Linie jetzt in die Horizontale hier bekomme, werde ich mal zuerst in der Mitte einen minimalen Kreis machen mit Lot. Da muss ich auf Projektion gehen. Und jetzt kann ich hier eine Linie legen vom Quadranten aus, von hier oben, Quadrant. Hier rüber und hier setze ich mal einen Punkt an die Kante, Schnittpunkt,
Kante. Und jetzt drehe ich das ganze Teil mitsamt dem Bohrer. Jetzt muss ich hier auf eine andere Anzeigeart gehen, technische Zeichnung, weil sonst sieht man ja nichts mehr. Und drehe das jetzt mit Transformieren, Drehen, 0,0, Mittelpunkt und suche diesen Punkt und vielleicht Next. Okay, und diese schwarze Linie hier ist jetzt horizontal. Das ist wichtig. Warum ist das wichtig? Weil wir hier eine Fläche zum Abziehen basteln und da müssen wir eine plane Fläche haben. Sonst können wir da keine Fläche draus machen, also keinen Volumenkörper, wenn die Fläche nicht plan ist. Das können wir eigentlich schon löschen jetzt. Den Bohrer können wir ausblenden. Und jetzt muss ich nur noch diese Linie, die zweimal vorhanden ist jetzt auch, diese Linie nachfahren. Ende und schauen wir mal. Ja, bis hier ist er noch ziemlich gerade. Und jetzt werden wir sie verlängern, die Kurve. Mit Linie. Jetzt können wir eigentlich das schon alles löschen. Die Linie ist das. Genau. Jetzt machen wir uns mal einen Kreis mit dem Durchmesser von 24. Und so weit müssen wir auch unsere Schneidkante verlängern. Startpunkt. Nein. Verlängern. Kurve. Verlängern mit Linie bis zu dem Punkt hier. Jetzt müssen wir noch die Querschneide einzeichnen hier. Das sind Winkel von 55 Grad. Den können wir gleich ein bisschen runterschieben, so. So, eventuell. Diese Linie verschiebe ich um 2/10 nach oben. Diese Linie um 2/10 nach links. Dann machen wir gleich aus dieser Kurve eine Parallelkurve. Das ist diese Kurve hier. Die setzen wir jetzt mit Offset eine Parallele dazu. Offset 3. So. Und dann schließen wir die Kurve, End. Wir die einfach schließen können, bearbeiten, verbinden, geschlossene Kurve, wunderbar. Das ist schön. Das ist nicht immer so einfach. Wenn wir jetzt mit Fläche aufziehen an zwei Leitkurven arbeiten wollen, dann haben wir diese Fläche und die erste Leitkurve, das ist diese hier. Jetzt brauchen wir die zweite Leitkurve und das ist die Helix. Kurve, Helix und diese Helix fangen wir bei 0 an und gehen 8 mm hoch, weil die Steigung, sagen wir mal, der Freiwinkel des Bohrers beträgt 6 Grad. Der geht ja bis 15 Grad normalerweise. Und jetzt bei 6 Grad Freiwinkel muss ich den Umfang dieses Kreises nehmen, 24 mm mal 3,14 mal Pi und mal Tangens 6 Grad. Und dann habe ich ungefähr 8 mm. Also kann ich eine Helix machen, 8 mm hoch mit einer Windung. Und die fange ich jetzt hier
an. Jetzt muss ich die Helix noch beschneiden. Den Kreis kann ich löschen, den brauche ich dann nicht mehr. Die Helix beschneide ich mit einer Linie hier in etwa. Das lösche ich. So, ja. Jetzt muss ich die Helix nur noch nach unten ziehen. Hier. Noch ein klein wenig. Jetzt habe ich meine zweite Leitkurve. Das kann ich doch, nein, doch, das kann ich löschen. Das ist ja nur zum Kürzen gewesen. Den Kreis kann ich löschen. Das muss ich nach unten setzen. Auf die Höhe dieser Kante hier. So in etwa. Das ist ziemlich genau. Ja. Und jetzt versuchen wir es. Machen wir unseren ersten Versuch mit Fläche aufziehen an zwei Leitkurven. Erste Leitkurve, zweite Leitkurve, Fläche. Und schauen uns das mal an. Das ist eine Fläche und diese Fläche müssen wir jetzt schließen, weil wir einen Festkörper brauchen, sonst können wir den nicht von dem Bohrer abziehen. Volumenkörper, Deckfläche auf planare Öffnung und schon haben wir einen Festkörper. So, den werde ich jetzt hier transformieren, drehen, mit Kopieren ja. Und Mitte der Rotation ist 0 und der Winkel ist 180 Grad. Und jetzt markiere ich ihn und füge ihn gleich zusammen. Vereinigung. Und jetzt schaue ich, wo mein Bohrer ist. Ah, da ist er ja. Ich versuche das mal abzuziehen, wie das dann aussieht. Volumenkörper, Differenz, Abzugkörper. Na, es funktioniert. Wir setzen den Abzugkörper in die Ebene Abzugkörper. Dann können wir ihn nämlich einfach ausblenden. Den Abzugkörper markieren. Ebene Abzugkörper, jetzt passt's. So. Und jetzt schauen wir uns das an. Das löschen. Das löschen. Den Bohrer mal kurz ausblenden, alles andere löschen. So, und jetzt können wir unseren Bohrer wieder einblenden und schauen uns das mal an. Ist das nicht toll? Ein Freiwinkel von 6 Grad, ein Drallwinkel von 32 Grad und ein Spitzenwinkel von 118 Grad. Und eine Querschneide, die ungefähr, na sagen wir mal, 55 Grad haben sollte. Schauen wir mal, können wir ja mal messen, analysieren, Winkel von hier bis hier und von hier bis hier, 53,55 Grad. So ein bisschen wenig, aber das macht auch nichts. Das hätten wir ja machen, einfach ein bisschen ändern können, einfach ein bisschen drehen, dann passt das schon wieder. Damit hätten wir unseren Bohrer fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und würde mich auch über einen Daumen hoch freuen. Und vielleicht sehen wir uns bei einem der nächsten Videos wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Euer Klaus.